Der Audi A7 Sportback ist nicht nur einfach eine große Fließhecklimousine. Das Team um Designchef Stefan Sielaff hat dem fünftürigen Coupé einige Besonderheiten spendiert und so für den unverwechselbaren Auftritt des großen Coupés gesorgt. Der 4,97 Meter lange A7 hat aufgrund konvexer und konkaver Form ein schlankes Profil. Die Tornado-Linie genannte Schulterkante oberhalb der Türgriffe fällt beim A7 besonders muskulös aus. Dort findet sich auch eine weitere Besonderheit. Die Außenspiegel sind bei der Fließhecklimousine freistehend in Höhe der A-Säule montiert. Eigentlich ein typisches Sportwagen-Stilelement. Zusammen mit der spitz zulaufenden Fensterlinie und einer Fahrzeughöhe von lediglich 1,42 Meter zeigt der A7 Sportback seine edle Dynamik. Ein ausfahrbarer Heckflügel sorgt ab 130 km/h für Abtrieb. Bei langsamer Fahrt und im Stand schmiegt er sich unsichtbar in die elegante Linienführung ein. Auch im Innenraum bietet der neue A7 einiges. Im hinteren Abteil finden selbst 1,80 Meter große Mitfahrer einen bequemen und langstreckentauglichen Platz. Obwohl der A7 hinten über eine Sitzbank verfügt, ist das Oberklasse-Coupé ein Viersitzer. Eine Einzelsitzanlage kam für Audi nicht in Frage, weil das Nachteile bei der Geräuschdämmung bedeutet hätte. Wir zeigen hier unser viertüriges Sportcoupé, den Audi A7, den Sportback der Luxusklasse, wie wir ihn nennen. Dieses Fahrzeug wird uns helfen, im Rahmen unserer Premium-Strategie qualitativ weiter zu wachsen. Es ist ein wunderschönes Design. Es bewegt sich reizvoll auf vier Rädern und bietet an Technologie eigentlich alles, was der Kunde von uns erwartet. Leichtbautechnologie, Effizienztechnologie. Wenn man sieht, dass wir mit einem 3 Liter TDI bei 5,3 Liter Verbrauch liegen, ist das schon sensationell. Zum Verkaufsstart kann aus 4 V6 Motoren gewählt werden. Jeweils 2 Benziner und 2 TDI. Die gebotene Leistung liegt zwischen 204 und 300 PS. Der Audi A7 Sportback verbindet die sportliche Eleganz eines Coupés und die Funktionalität eines Fünftürers und setzt so in der Oberklasse Maßstäbe.